Probleme, wenn du Billiganbieter bist. Erstens mal, du wirst als qualitativ minderwertiger wahrgenommen. Zweitens mal, die Premium-Kunden, die Leute, die man wirklich kennenlernen will, mit denen man auch später viel Business machen kann und will, die wollen mit dir nichts zu tun haben. Das nächste Problem ist, wenn du günstig bist, hast du wenig Provisionen für einen Vertrieb. Bekommst du also keine guten Vertriebler her. Du hast wenig Geld für Marketing, also bekommst du nicht die dementsprechende Reichweite. Und das Allerschlimmste ist, sobald du dann den Kunden hast, hast du nicht die richtigen Ressourcen für die besten Mitarbeiter, die besten Geräte, das beste Material. Du bekommst also nur Probleme.